Mein Name ist Jürgen Pütz und ich unterrichte an der FPZ in Klagenfurt einen zweiteiligen Kurs mit dem Titel Die osteopathische Integration in der Logopädie. In Kurs 1, jeweils 2 Tage, handelt es sich vor allem um den Schädel. Wir schauen uns verschiedene Durchtrittsstellen am Schädelbasis an, verschiedene Hirnnerven, die sehr wichtig sind für ihre logopädische Behandlung. Also zum Beispiel Nervus hypoglossus für die Zunge oder Nervus facialis für die mimische Muskulatur. Die wichtigsten Nerven aus logopädischer Sicht werden wir osteopathisch anschauen und Sie werden das lernen zu diagnostizieren und zu behandeln. Also was können Sie mit manueller Techniken machen, um zum Beispiel eine Zungenmotorik zu verbessern oder eine mimische Störung zu verbessern. In Teil 2 machen wir was Ähnliches, aber dann eher für das Skelett und die Organe. Und wir schauen uns die verschiedenen Typologien der Menschen an und vor allem Ursache-Folgeketten, anfangend im Becken, aufsteigend zum Kopf oder vom Kopf absteigend zum Becken, um da eine Verbindung zu legen zu auch einer logopädischen Behandlung, vor allem in dem Bereich des Kehlkopfes, Kiefergelenk, Zungenbein und Zungenboden. Nach diesen 2 Kursen haben Sie ein schönes Instrument, womit Sie mittels manueller Techniken Ihre logopädische Behandlung deutlich unterstützen und effektiver gestalten können.